Wir gehen mal direkt in das nächste Video rein, Chat. Hartes Deutschland, Kuro über ihr Leben im Frankfurter Bahnhofsviertel. Spiegel TV für RTL 2. Wenn ich mal sowas lese oder sehe, erinnert mich das so ein bisschen immer an meine eigene Kindheit. Denn früher musste ich zum Drogendealen als Kind immer oftmals mit zum Hauptbahnhof. Dann stand ich da so als 5-Jähriger, 6-Jähriger, 7-Jähriger. Manchmal musste ich so mit, weil ich dann, ja, weil es irgendwie anscheinend nicht anders ging. Ich habe keine Ahnung. Und da kann ich mich noch erinnern, es war kalt, ich musste lange stehen, musste bei irgendwelchen Gesprächen zuhören. Ich war dann so, hab dann immer die Hand an meine Mutter, bei meiner Mutter so gehabt, hab dann so zugehört und dann haben die da rumgedealt und gelabert und gemacht. Da musst du doch mal irgendwo anders hin und so. An sowas muss ich dann immer denken. Vertraut mir, Chat. Solange ihr euch um 10 Euro nicht so streiten müsst, ist euer Leben komplett in Ordnung. Egal, was für Probleme ihr habt, solange ihr solche Probleme nicht habt, ist alles gut, Chat. Also mich jetzt nicht falsch verstehen. 10 Euro sind immer noch viel Geld. Man kann mit 10 Euro sehr, sehr viel machen. Stellt euch mal vor, ihr würdet jede Woche mal einen Zehner weglegen. Oder jeden dritten Tag. Was ich damit meinte, ist jetzt gerade nur, nicht falsch verstehen. Solange ihr solche Probleme nicht habt, ist euer Leben komplett in Ordnung. Versteht ihr, was ich meine? Weil solche Menschen in Deutschland, die können sich auch für einen ganz anderen Weg entscheiden. Ich spreche aus eigener Erfahrung, was meine Eltern betrifft. Es liegt halt in euren Händen. Weil wir sind in einem Land, da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Im Endeffekt geht es uns ja allen gut. Das will ich eigentlich damit sagen. Solange ihr hier im Chat seid, noch die Tasten drücken könnt, geht es euch allen gut. Es gibt Menschen da draußen, die haben ganz, ganz andere Probleme. Ganz, ganz andere Probleme. Und das sind nicht mal Probleme wie, wie kriege ich meine Drogen? Wo kriege ich den nächsten Stecker, damit ich meine 10 Euro habe? Sondern die haben wirklich ganz andere Probleme, Digga. Jeder hat so seine WWchen, richtig. Aber ich kann euch sagen, ohne Witz, eure WWchen sind nicht die größten Probleme der Welt. Und deswegen geht es euch gut. Ich habe auch meine WWchen, bin ich euch ehrlich? Ich habe auch meine WWchen. Aber ich habe Sachen gesehen und da blicke ich zurück und ich weiß dann, mir geht's gut. Das haben meine Eltern auch immer so gemacht. Habe ich oft gesehen, oft erwischt. Ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal in Neuwiedenthal, als wir in Neuwiedenthal gewohnt haben, in der Straße Stubenhof 1, Erdgeschoss rechts. Ich gucke, ich will so ins Wohnzimmer rein. Es war richtig morgens, Digga. Das war entweder ganz spät abends oder so morgens, weiß ich nicht. Mach so auf und die haben es gar nicht mitgekriegt. Die Stube, voll Licht an. Ich denke mir, oh, was ist hier los so? Und meine Eltern nackt auf dem Boden, Digga, nackt. Und haben da auch gerade den Löffel und dann halt vom Filter die Zigarette, also den Filter davon, rein. Und dann versuchten sie dann da halt den Scheiß in die Spritze zu saugen. So. Das habe ich ganz oft erwischt oder gesehen bei meinen Eltern so. Deswegen das, was er da macht, oder sie, glaube ich, ne? Ja, sie. Ist mir nicht fremd. Und das ist halt das Krasse, Leute. Diese Menschen müssen jeden Tag zusehen, dass sie ihre Drogen kriegen, weil sonst kommen die Entzugserscheinungen, die Schmerzen, die Gliederschmerzen, das Zittern, den Tada. Meine Mutter, da haben wir letztens drüber geredet. Also letztes Jahr, als ich bei ihr war. Pass auf, meine Mutter sagt immer, weil meine Mutter selber heroinabhängig und alles, was dazugehört, gewesen, jetzt auf Methadon, also immer noch quasi. Ihr Satz dazu oder in der Szene oder in Hamburg oder in ihrer Umgebung, beim Freunden, sagt man dann immer, sie kriegt einen Affen. Ich schieb gerade einen Affen. Ich sag, was Mama? Ich schieb gerade einen Affen. Und ich schieb gerade einen Affen ist so gerade auf Entzug. Tada, hier. So, Affen. Ich schieb gerade einen Affen. Das hat ja meine Mutter immer gesagt. Affen schieben. Ja. Und zwar, wir als Smilodogs schenken euch pro Bestellung diesen schwarzen Unisex Oversize Anzug. Der hat einen Warenwert von 115 Euro. Das ist noch nicht alles. Wir haben sogar 30% auf das gesamte Smilodogs Sortiment. Und ab einem Mindestbestell von 100 Euro kriegt ihr diesen Anzug gratis dazu. Ihr geht einfach zum Warenkorb, wählt da eure Größe aus und dann bekommt ihr einfach pro Bestellung einen Anzug dazu. Denkt an eure Freunde, sagt euren Kollegen Bescheid, einfach mal so einen Jogginganzug in hoher Baumwollqualität zu bekommen. Ist schon was sehr, sehr Geiles, wie ich finde. Checkt dafür natürlich die Videobeschreibung ab. Und was man auch erwähnen muss, wir haben sehr viele neue Styles für die Herren. Wir haben die ganzen neuen Jogginganzug mit der Schreibschrift vorne drauf. Ist richtig geile Kollektion. Und für die Ladies gibt es natürlich auch ein Leggings Restock in vielen verschiedenen Farben. Also reingucken lohnt sich definitiv. Checkt die Videobeschreibung ab und gebt den Code FLYING ein. Da spart ihr nämlich saftige 30% und bekommt diesen Jogginganzug pro Bestellung gratis dazu. Weiter geht's mit dem Video. Der Jan fragt, nimmt das sich mit?
nimmt es dich nicht mit, wenn du sowas siehst, weil du es damals erlebt hast. Nee, tatsächlich ist das sowas wie, ah, kenne ich. Ich will jetzt nicht sagen, es ist was Gewohntes so, aber es ist jetzt auch nicht, was mich abschreckt oder so, weil ich es ja kenne, ich bin ja so aufgewachsen, habe meine Eltern öfter so gesehen. Und nicht nur meine Eltern, sondern auch dessen Dealer, sprich die Freunde von meinen Eltern, die auch als kleines Kind irgendwie meine Kumpels waren, weil die immer sehr nett zu mir waren. Bei mir im Zimmer haben wir dann N64 gespielt, Super Nintendo, was auch immer. Ich kann mich noch an so viele Namen erinnern, von den Läufern von meinem Stiefvater oder auch, wenn man jetzt sagen will, Junkies, die auch seinen Stoff verkauft haben. Ich kenne noch alle Namen. Soll ich sagen? Percy, Kai, Nunsen, Hansi, Eihahn, dann gab es doch früher einen Thomas, Ingo, dann gab es doch Mausi, das war eine Frau, den gab es noch, dann gab es auch einen, der hieß Uwe, da war ich so 5, 6 Jahre alt, von denen habe ich immer so 2 Mark bekommen oder 5 Mark, Uwe hieß der, was aus dem geworden ist, weiß ich nicht, dann gab es den großen Thorsten, das waren jetzt schon 10 und ich kann noch viel mehr aufsagen und jetzt kann ich auch schon sagen, wer tot ist. Percy ist tot. Ah, seine Freundin ist auch tot, die Blonde. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie die heißt. Nunsen ist tot. Kai ist tot. Thorsten lebt noch, glaube ich. Was mit Mausi ist, weiß ich nicht. Eihahn hat meine Mutter letztens noch irgendwie gesehen. Ah, Maya. Maya zum Beispiel. Maya ist auch tot. Maya musste mal zur Dialyse früher. All so eine Sachen. Oh, ich könnte... Es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sage, ich könnte heulen, aber da kommen so Gefühle hoch. Weil das trotzdem, trotz, wenn sie drogenabhängig waren, Junkies waren, waren sie zu mir immer voll nett und freundlich und ich habe auch Scheiße gebaut. Mit Nunsen habe ich immer geboxt früher, Nunsen war immer so halb blind mit seinem Auge. Immer wenn ich was von Lego gebaut habe, habe ich ihm das gezeigt und dann guckt er immer so, mit Zigarette im Mund so. Na Uwe, da musst du aber hier festdrücken, ne Uwe? Weil wenn du es nicht... Wenn du es nicht festdrückst, Uwe, dann, ne, dann fällt er immer auseinander, musst du festdrücken. So immer, werde ich nie vergessen. Nunsen war ein geiler Typ, der hat damals auf dem Schrottplatz gearbeitet. Und ich glaube, Nunsen hieß, das war ja nur sein Spitzname. Wie hieß Nunsen? Hieß er Martin? Ich weiß nicht. Er hatte auch dann irgendwann einen Behindertenausweis wegen seinem Auge und so, weil er so halb blind war. Mit denen habe ich immer geboxt. Und den habe ich immer so, ich war 14. Jeder hat einen Handschuh angezogen. Und Nunsen hat einen Handschuh angezogen. Die Handschuhe hat sogar noch mein Cousin, das waren so rote. Und dann habe ich ihn immer ausgeboxt. Und er war so sauer, er sagt, Uwe, ich kann auf dem einen Auge nicht mehr sehen. Mach nicht so schnell. Ich gebe dir sonst gleich einen Elleberger, hat er gesagt. Einen Elleberger gebe ich dir gleich. Elleberger, Digga. Oh, das muss auch viel frustriert gewesen sein, dass ein 14-Jähriger ihn so weggebombt hat, so, ne? Aber er war für mich der richtige Gegner. Er war dann auch so ein bisschen dicker. Ah, oh, das war echt ein feiner Kerl. Und der ist einfach auch tot. Schon lange tot, Mann. War ein geiler Typ, dass er mit mir den Scheiß mitgemacht hat. Und dann wollte ich immer wieder boxen. Komm, uns nochmal. Lass. Geil, dass ich mit ihm... Ihr müsst mir überlegen. Weil das war so, da habe ich in Neuwiedental gewohnt. Und er hat da manchmal auf mich und die Kinder irgendwie aufgepasst. Und dafür hat er... Genau, er hatte noch Schulden bei meinen Eltern... Und weil er dann auf mich und die Kinder aufgepasst hat, somit hat er die Schulden irgendwie weggearbeitet. Irgendwie sowas war das. Ingo zum Beispiel, wenn er Schulden hatte bei meinem Stiefvater, der hat Fenster geputzt. Zum Beispiel. Solche Sachen. So haben die das immer weggearbeitet. Da habe ich immer gesagt, komm Nunsen, lass es machen. Lass es boxen und so. Ja, Nunsen, Digga. Der von Teletubby, der Staubsauger, hieß auch Nunsen. Nunsen war ein geiler Kerl. Nunsen, wenn du das siehst und hörst, Digga. Du warst ein cooler Typ, Digga. Auch Kai war geil. Kai, den habe ich mit meiner Software so am Arsch mal voll abgeschossen, so bang. Wo er sich über meinen Bruder gebrückt hat und da mit ihm gespielt hat, werde ich auch nie vergessen. Ingo, auch korrekter Dude immer gewesen. Der hat einen Sohn, der heißt Kevin. Mit dem hat er leider auch keinen Kontakt mehr. Percy war auch geil. Mit dem war ich zusammen in Paris. Ich habe zu jedem Typen eine Story. Kai hat mir Rollerfahren beigebracht. Das war ein Roller von seiner Mutter. Ah, so ein Scheiß. Und das waren alles halt auch Drogenabhängige und Dealer von meinem Stiefvater. Aber... Ich kann nur Positives von denen erzählen. Ohne Witz. Hansi hat mir mal eine reingehauen. Hansi hat mal eine geklatscht. Weil ich war sehr frech zu ihm, ne? Ich war richtig frech. Das war unten im Keller. Der sollte irgendwas an meinem Fahrrad zusammenschrauben oder so. Ich habe ihn aber dabei immer geärgert. Ich weiß nicht mehr, was ich ihn geärgert habe. Da hat er mir eine geknallt. Da kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, die Backpfeife wurde verdient, Alter. Aber er war halt sehr konservativ. Er war ja so fast ein Opa, ne? Hansi. Hansi ist auch tot, übrigens. Hansi ist auch tot. Krass. Wie das auch für meinen Stiefvater sein muss. Dass alle immer sterben.
klar, der Tod ist normal, aber wie alt waren die denn alle so? 40? Bitte 30? So alt wie ich jetzt heute? So alt wie ich jetzt heute und bisschen älter manchmal, auch bisschen jünger. Da waren auch Jüngere manchmal bei. Da gab es ganz früh mal einen Thomas, hieß er, der war sehr jung. Sind die noch während deiner Jugend gestorben oder wie kriegst du das mit? Früher in meiner Jugend zum Beispiel der Bruder von meinem Stiefvater, der hat sich ja vom 10. Stock geschmissen aus dem Balkon. Also er hat sich rangehängt, er wollte nicht runterspringen, er wollte sich in den anderen drunter springen, so zum Beispiel. So kriegst du das mit. Mit zum Beispiel jetzt wie Hansi. Oder mit Kai, das kriege ich dann immer von meiner Mutter mit. Letztens hat sie mich auch angerufen, genau, wo sie Eihahn wiedergesehen hat. Weil sie weiß ja auch, ich kenne die ganzen Leute. Und dann sagte sie, ey, ich habe Eihahn wiedergesehen. Ich so, echt, was macht er? Weil Eihahn hat mir damals Kirby's Dreamland für den Gameboy gekauft. Werde ich niemals vergessen. Stand ich am Schaufenster und ich durfte ihm einfach sowas aussuchen. So Erinnerungen bleiben dann halt hängen, ne? Konsumiert Heroin, seitdem sie 15 ist, Digga. Boah, das ist so schade, traurig und alles. Das ist echt krass. Heroin war ja ganz früher ein normales Schmerzmittel. Wisst ihr das eigentlich? Bist zur Apotheke gegangen und hast dir Heroin geholt. Das war ein Schmerzmittel. Und das Problem ist, genau, jetzt fällt es mir gerade ein, Heroin war ja damals sehr rein. Also die Leute kriegen ja Entzündungen davon, und gehen daran so kaputt, alles geht allgemein kaputt im Gesicht, an der Haut, am Körper, weil das Heroin heute sehr verdreckt ist. Ich spinne jetzt mal rum. Damals hat es eine Reinheit von, oder in der Apotheke jetzt wirklich, wenn du da Heroin kriegst, weil du halt, oder in solchen Stationen, wo du dir spritzen kannst, das ist reines Heroin. Ich weiß jetzt nicht die Zahl, das sind so 95% reines Heroin oder 98%, keine Ahnung. Und das, was du auf der Straße kriegst, ist zu 80% verschmutzt. Und deswegen kommen diese ganzen Entzündungen und so weiter, weil das halt komplett verdreckstes Heroin einfach ist. Genau. Man kann das auch immer an den Händen sehen, so bei Abhängigen oder Ansüchtigen. Erkennst du das immer voll oft so an den Händen. Die sind so dick angeschwollen irgendwie, die Nägel sind kaputt und so. Richtig, bei meiner Mutter auch. Sie hat so fette Drecksfinger bekommen. Der Nagellack, der ist so entzündet, kaputt, komisch und so. Bruder meiner Freundin ist beim ersten Schuss gestorben. Falsche Freunde. Er hätte zwar gekifft, aber das war's. Traurige Sache. Genauso war es ja bei meinem leiblichen, echten Vater auch. Der hat ab und zu mal gekifft, so. Dann auch so auf nebenbei nochmal so ein bisschen mal irgendwie Heroin konsumieren, aber durch die Nase, ne? Das Pulver durch die Nase. Und er ist auch gestorben, Digga. Mit 21 Jahren. Dann kam er zu uns nach Hause. Meine Mutter war im Schlafzimmer. Meine Mutter hörte das. Ah, der Alte ist wieder da. Meine Mutter war 19 oder so. Hat er sich ins Wohnzimmer gelegt. Nächsten Morgen, ich war wach, ich war schon so über 2,5 und habe mich auch schon auf den Weg ins Wohnzimmer gemacht, zu meinem Vater, auf dem Sofa. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe das dann getestet, wie alt, also als May so alt war, wie sie körperlich drauf war, um das nachzuvollziehen, habe ich dann so, das, also klingt jetzt komisch, aber nachgespielt. So, wenn ich jetzt auf dem Bett liege, so, wie ist sie, was macht sie, wenn ich mich nicht bewege, wisst ihr, was ich meine? Ja, so habe ich das bei meiner Tochter selbst mal getestet, damit ich mich in die damalige Lage von meinem Vater halt versetzen kann, als er tot war. Und wie ich dann auch reagiert habe, wie ich dann auch war. So, das wollte ich dann, habe ich dann so geguckt, wie sie dann so ist so in dem Moment, wisst ihr? Um das ein bisschen nachzuspielen, sage ich mal. Und wie war sie? Schon körperlich so gut aktiv, dass sie Sofa hochkrabbeln kann, mich schütteln kann und so. Weil meine Mutter sagte mal zu mir, ja, du hast ihn dann versucht, irgendwie wach zu machen. So, oh, Papa, hier, da, da. Und wurde nicht wach. Und da wurde meine Mutter dann skeptisch und dachte sich, hä, warum wird der Alte nicht wach? Und dann ist sie hingegangen und dann hat sie gesehen, schon so Schaum aus dem Mund und so. Hm. Mit 21 Jahren, das musst du dir mal reinziehen, Digga. Hast du mal überlegt, eine Biografie zu schreiben? Ja, aber ich komme gerade gar nicht dazu. Also, werde ich auf jeden Fall irgendwann machen, ja. Habe sehr viel zu erzählen, Alter. Das Ding ist, für uns ist es ja einfach, oder für mich ist es ja einfach, alles durchzuziehen, wenn ich was will, weil, ja, ob ich sogar aus der Sucht rauskomme oder so, dann macht man einfach. Und bei den ganzen Süchtigen ist es halt immer so, irgendwas kommt dazwischen, irgendwas ist unpassend und dann sind sie schon wieder aus der Therapie raus und ja, ich will ja und dann reden sie sich wieder alle 10-mal raus und so, das ist immer bei den Süchtigen. Die lügen und reden sich raus, wie sie nur können, weißt du, aus eigener Erfahrung. Wenn es um Geld geht, wenn es hier drum geht, da, hier. Es gibt immer irgendeine verschissene Scheißausrede und das geht mir so auf den Sack. Wenn ihr merkt, der ist süchtig und der versucht euch irgendwas so zu erklären und rauszureden, die sind
oftmals sehr stark halt am Lügen. Versteht mich nicht falsch. Aber wird er die ganze Scheiße nicht nehmen, der wird auch ganz anders leben. Dann gehört er zum Arbeitsamt, ja, dann kriegt er erstmal Geld, was er jetzt auch höchstwahrscheinlich kriegt. So, dann kann er sich eine Bude holen, gibt uns nochmal einen Wohnschein, was weiß ich. Jeder kann in Deutschland so ein geiles, gutes Leben führen, Alter. Aber wenn ihr euch selbst die Scheiße in die Fresse schießt und in den Körper, habt ihr alle selber Schuld. Das sag ich euch so, wie das ist. Er arbeitet an sich, finde ich gut, aber ich könnte zu 99% wetten, in irgendeiner nächsten Folge, da ist er schon wieder irgendwo drin. Ist ja auch, ich will jetzt nicht sagen, verständlich, weil die Leute versuchen ja mit Drogen zu kompensieren, was sie damals erlebt hat, irgendwelche Trauma, bla bla. Wir hatten alle vier gefühlt schon fast eine schlechte Kindheit. Wir alle haben unsere Vergangenheit, heißt aber nicht, dass man die Scheiße mit Drogen kompensieren muss. Dann mach lieber Sport oder was weiß ich, aber doch nicht mit Drogen, Alter. Sehr viele tun sich das an. Wenn ich euch ein Bild von meiner Mutter vorher nachher zeigen würde, ihr würdet denken, was ist denn hier los? Davon gibt es ganz viele Menschen, Chat. Ganz viele Menschen schießen sich mit der billigen Scheiße sich komplett aus dem Leben. Was sie da gerade sabbelt, ist gerade ein bisschen... Eins kann ich da nur zu sagen. Meine Oma, Inge, die leider nicht mehr lebt. Die ist gestorben vor 6 Jahren, glaube ich. Sie hat mir damals den Film gezeigt. Und bitte zeigt diesen Film auch euren Kindern. Der heißt Comic gegen Drogenstars. Und den hat mir meine Oma gezeigt als Videokassette, als ich 5 Jahre alt war. Also meine Oma hat ja ihren Sohn verloren, sprich mein Vater, als er 21 war, wegen Drogen. Bitte guckt euch alle diesen Film an. Oder zeigt es euren Kindern, diesen Film. Vielleicht kriegt ihr noch per DVD oder keine Ahnung was, wegen besserer Qualität. Aber hier zum Beispiel, guck mal hier auch, dann nochmal hier. Werden heute von vermeintlichen Freunden dazu gedrängt, Drogen zu probieren. Sie klärt gut auf, die alte Dame. Dann sind da so Comic-Stars wie Turtles dabei, weiß jetzt nicht, Alf, Spider-Man, Kermit der Frosch, die Schlümpfe, Garfield. Und der Typ hier, der Junge, der will dann immer Drogen ausprobieren, weil er die falschen Freunde hat und so weiter und so fort. Das ist immer dann quasi der Teufel, die Droge, der spricht denen dann immer zu. Lass gucken. Ja, können wir nächstes Mal vielleicht gucken, wenn ihr Bock habt. Hier, Winnie the Pooh ist auch dabei. Können wir uns gemeinsam angucken, ist kein Problem. Hier, Bugs Bunny ist auch dabei. Den Film kenne ich, glaube ich, sogar. Der lief mal im TV. Kann sein, aber wenn ihr Kinder habt, zeigt es den Kindern. Wirklich.